Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Was soll ich sagen? Sie ist wieder da! Die Herlei Dovizan, der Klemmbaustein gewordene Albtraum unter den Klemmbausteinmodellen von der Firma Sembo, ist wieder zurück bei uns. Nachdem sie nun seit Juli 21 unterwegs war und fast ein Jahr lang auf Reisen durch die YouTube-Lande, ist sie nun vollständig unterschrieben, mit Autogrammen versehen, hier wieder bei uns gelandet. Das ist richtig cool. 14 Kanäle aus Deutschland, 4 Kanäle aus Österreich, 4 Kanäle aus der Schweiz haben mitgemacht und 3 weitere Kanäle haben immerhin darauf unterschrieben. Das ist schon mal viel, viel wert. Und jetzt stell dir einfach mal vor, mitgemacht haben. Let's Brick stehen hier ganz oben. Und dann Paul von Pauls Klemmbausteine. Paul ist ja schuld, dass das Ganze überhaupt angefangen hat. Ahoi, Captain Baubär im Übrigen, schaut in die Baubär-Boutique vorbei. Er hat gerade seinen eigenen Shop aufgemacht. Toller Laden. Marco, der Donnergurgler, hat mitgemacht. Der Steinemeister hat mitgemacht. Wir natürlich. Baumeister Flo hat mitgemacht. Buttermaker. Hashtag abonniert Buttermaker, wer es noch nicht gemacht hat. Der Dorsten hat mitgemacht. Jessys Klemmbausteine. Herr Sösestein. Detlef von Detti's Bricks. Collect Evil. Collect Evil ist auch schuld daran, dass dieses wunderschöne, einzigartige, in seiner Baukunst perfektionierte Klemmbaustein-Set Merchandise bekommen hat. Herlei Dovizan, Hard to Build, T-Shirts gab es in schwarz und dunkelblau, einfach cool. Amy und Sven Gadget haben mitgemacht, Inubrik hat mitgemacht, das Video ist glaube ich noch nicht öffentlich, aber das kommt bestimmt noch. Frank, The Human Show on Earth, Paddy Brick durch, und auf der Reise zurück von der Schweiz gab es noch ein böses Klebestreifen-Attentat vom Schweizer Zoll, aber toi 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 Sven Gadget nochmal vielen Dank, er hat den Karton von dem fürchterlichen braunen Packband befreit. Brickfan Vienna, absoluter Rekordhalter, 2 Stunden 45 für dieses Set. Das hat keiner gebrochen in der ganzen Zeit. Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich an diesen Stream denke. Tims Klemmbausteine haben mitgemacht, Markus von die Klemme. Ein geniales Tuning, sein Video ist auch noch nicht vollständig draußen. Ich hoffe, das kommt noch. Brick Lady, Golden Brick 61 und ich glaube, nirgendwo war dieses Set so stabil wie bei Monika. Awesome, einfach awesome, wundervoll. Die Steinchenhexe hat mitgemacht und auf dem Karton unterschrieben hat Holger, Austrian Brick Fan, Thorsten, Johnny's World, Come to the Dark Side of the Brick und Thomas Held der Steine. Großartige Sache. Ich zeig's euch nochmal von nah. Da. Deshalb haben wir das Ganze gemacht. Das Set ist immer noch einmal vollständig drin. Es war von Anfang an zweimal drin. Beim zweiten Set sind aber mittlerweile einige Teile weg, weil viele Pins von Sembo einfach nicht dafür gemacht sind, dass die oft zerlegt und wieder zusammengesteckt werden. Die brechen super schnell raus. Und sind wir ehrlich, das Set hier drin, das ist jetzt ziemlich durch. Also nachdem das so oft auf und wieder abgebaut wurde, qualitativ hochwertig sind diese Teile jetzt hier nicht mehr da drin. Aber darum geht es auch nicht, denn es geht um den Kult, den dieses Set erzeugt hat und um die Unterschriften. Wir unterstützen mit diesem Set die Arche Kanaum in Bad Arolsen. Das ist Tierheim und Gnadenhof, eine Organisation, die sich sehr für das Tierwohl einsetzt, unglaublich viele Aktionen hier auch in der Region macht und echt top aufgestellt ist. Und dieses Set wird nun in die Versteigerung gehen und zwar am 30.05. für insgesamt eine Woche, also bis zum 5.06.2022, 20 Uhr, wird dieses Set auf eBay zur öffentlichen Versteigerung stehen. Jeder kann mitbieten, der einen eBay-Account hat. Müssen mal gucken, für wie viel es dann am Ende weggeht. Abzüglich dann natürlich der eBay-Gebühren und der PayPal-Gebühren wird alles, was dieses Set hier erwirtschaftet, mit an die Spendenseite für die Arche Kanaum gegeben. Die Spendenseite ist jetzt schon offen. Schon die ganze Zeit. Wir haben schon über 2000 Euro zusammen. Das ist mega, mega cool. Das ist schon mehr, als mit dem ich überhaupt gerechnet hätte. Also das war mein erklärtes Ziel, waren immer 1000 Euro. Also es ist der absolute Hammer, was da schon zusammengekommen ist. Vielen, vielen Dank an alle, die schon mitgemacht haben. Nicht nur bei der Rundreise, sondern auch die gespendet haben. Unter allen die Spenden verlosen wir auch Sets. Und während der letzten Stunden der aktiven eBay
Auktion. Also am 5.6. von 15 bis 21 Uhr machen wir hier bei uns auf dem Kanal einen Livestream. Wir haben wundervolle Gäste, haben schon zugesagt. Wir werden richtig Spaß haben. Wir machen ein paar Aktionen, auch mit euch Zuschauern. Wir werden auch noch ein paar Klemmbausteinsets in diesem Stream versteigern, so wie wir das mit den Charity-Streams für die Ukraine auch schon gemacht haben. Auch das wird alles mit in den Spendentopf gehen für die Arche. Da kommt bestimmt eine tolle Summe hinterher bei rum. Würde mich mega, mega freuen. Und in diesem Spenden-Livestream wird dann auf jeden Fall auch der finale Stand bekannt gegeben. Kurz vor 20 Uhr blenden wir dann die eBay-Versteigerung ein und gucken uns nach, für wie viel dieses Set mit all den Unterschriften dann am Ende unter den Hammer geht. Wir sind mega gespannt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wert ist das Set keine 20 Euro, aber die Aktion und dieser Karton mit den ganzen Unterschriften, der hat einen sehr hohen ideellen Wert. Also ich habe keinen blassen Schimmer, was irgendjemand bereit wäre dafür zu bezahlen. Deshalb, ich habe keine großen Erwartungen an die eBay-Auktion. Ich bin einfach nur mega gespannt. So, also Livestream am 5.6. Daten schreibe ich euch auch alle unten rein. Die Ankündigungen kommen auch immer alle noch mal eine Woche vorher. Am 12.6., also wieder eine Woche später, ziehen wir dann die Gewinner der Verlosung aus der Spendenaktion. Mit Absicht eine Woche später, damit eventuell verspätete Zahlungen etc. alle dann eingegangen sind und auch Nachzügler noch eine Chance haben mitzumachen. Und am 28.6. haben wir mit der Arche vereinbart, gehen Ela und ich vorbei und bringen das Ergebnis vorbei. Wir machen dort keinen Live-Bericht, weil das technisch leider nicht möglich ist. Wir werden aber ein kleines Video machen, ein kurzes, knackiges Video, damit ihr seht, wo das Ganze überhaupt hingegangen ist. Und außerdem haben wir einige öffentliche Medien angeschrieben und die WLZ, die Waldeckische Landeszeitung, hat schon angekündigt, dass sie, während die eBay-Auktion läuft, wird es einen Artikel geben, der auf diese Auktion verweist. Und nach der Auktion werden sie einen Artikel veröffentlichen zur Übergabe der Spenden. Also da wird dann auch nochmal drinstehen, wie viel es dann insgesamt geworden ist. Außerdem wird bei FFH auf der Facebook-Seite der Hörer einen Artikel dazu kommen. Angeschrieben habe ich auch noch den HR, Harmony FM, die HNA und das Käseblatt hier in der Region, die Hofgeismarer Allgemeine. Von denen habe ich aber leider noch keine Rückmeldung. Also mal schauen, da kommt vielleicht auch noch das eine oder andere. So viel in aller Kürze zur Herlei Dovizan. Bestes Set überhaupt. Eine ultimative Challenge, wenn ihr in eurem Leben die Herausforderung sucht. 2 Stunden 45 vom Brick Fan Vienna gilt es zu schlagen. Ich bin unglaublich gespannt. Ich freue mich auf die Auktion. Ich freue mich auf unserem Stream. Wir haben tolle Gäste dabei. Es wird einfach ein bombastischer Tag. Mega cool. Ankündigungen werden auf allen Kanälen nochmal kommen. Viele von denen, die mitgemacht haben, haben auch schon gesagt: Hey, wir teilen das auf jeden Fall auch nochmal. Vielen, vielen Dank dafür, alle, die das machen. Das ist einfach der Wahnsinn. Jeder, der irgendwie die Aktion oder die Spendenseite Better Place auch unten alles nochmal verlinkt und jetzt teilt, vielen, vielen Dank. Diese Aktion braucht jetzt final noch ein bisschen Reichweite. Also jeder, der nochmal was teilen kann, vielen, vielen Dank dafür. Es wäre einfach klasse. Und ich freue mich mit euch darauf, auf diesen Stream, auf diese coole Aktion. Ich bin so gespannt, was da am Ende bei rumkommen wird. Und bis wir uns sehen und lesen und überhaupt wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und lebt lang und in Frieden.